Das Kniegelenk verbindet die Ober- und Unterschenkelknochen sowie die Kniescheibe miteinander. Die Knochenenden und die Innenseite der Kniescheibe sind mit Knorpel überzogen. Ein gesunder Knorpel gleitet besser als Glatteis auf Glatteis und ermöglicht so eine reibungsarme Bewegung im Gelenk. Bei einer Arthrose weicht der Knorpel auf, wird rissig und dünner. Teilweise kommt es sogar zu Knorpelglatzen mit freiliegendem Knochen, die nicht mehr gleiten und manchmal sogar verhaken. Da sich der Knorpel nicht so gut regeneriert wie andere Gewebearten, bleiben einmal entstandene Schäden bestehen. Wenn sich das Knie nach Ruhepausen zunächst steif anfühlt und beim Bewegen schmerzt, kann eine Arthrose bestehen. Im Normalfall beginnt die Kniearthrose mit Knieschmerzen bei Belastung. Wenn sie fortschreitet, können die Schmerzen häufiger auftreten und stärker werden. Sie können dann auch in Ruhe oder nachts auftreten und den Schlaf stören. Außerdem können andere Beschwerden wie steife Gelenke hinzukommen. Manche Menschen haben vor allem gegen Abend oder am Morgen Gelenkschmerzen. Die Schmerzen fühlen sich dann oft dumpfer an und können zeitweise sehr stark sein, zur Erschöpfung führen und den Alltag erheblich einschränken. Das Kniegelenk kann auch druckempfindlich und steifer werden und sich sogar instabil anfühlen. Manchmal entzündet es sich vorübergehend, dann fühlt es sich meist warm an, schwillt an und die Schmerzen nehmen für einige Tage zu. Zur Behandlung von Kniearthrosen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Welche in Frage kommen, hängt unter anderem davon ab, wie weit die Arthrose fortgeschritten ist, ob es Begleiterkrankungen gibt und was der Patient von der Behandlung erwartet. Am Anfang kann mit Bewegung, Gewichtsreduktion, Medikamenten und physikalischen Maßnahmen oder Hilfsmitteln behandelt werden. Wenn eine Kniearthrose bereits fortgeschritten ist und den Alltag und die Lebensqualität stark beeinträchtigt, kommt ein Gelenkersatz in Frage. Ein künstliches Kniegelenk kann die Beschwerden einer fortgeschrittenen Kniearthrose bei den meisten Menschen deutlich lindern. Der Zeitpunkt einer Operation wird durch die Beschwerden und den Patienten selbst bestimmt. Bei der Operation wird die Oberfläche der Knochen mit dem erkrankten Knorpel entfernt und mit Metallschalen abgedeckt. Zwischen den Schalen wird ein künstlicher Meniskus aus gehärtetem Kunststoff eingesetzt, um so die Gleitfähigkeit des Gelenkes wiederherzustellen. Je nach Begleitveränderungen kommen verschiedene Prothesenmodelle zum Einsatz, um jedem Patienten den bestmöglichen Ersatz für seine besonderen Umstände zu erbringen. Nach der Operation ist eine aktive Rehabilitation sehr wichtig. Und Geduld, bis man sich an das neue Kniegelenk gewohnt hat. Thank you.